Man kann sagen, dass diese Politik der Sanktionen, der dauernden Kritik an Russland eigentlich das Gegenteil davon erreicht hat, was man erreichen wollte. Also wenn man gehofft hat, dass dann Russland irgendwie freier wird oder mehr auf den Westen zugeht und mehr kooperieren möchte, dann ist das gerade nicht passiert. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Du eröffnest ja heute unsere Reihe über die Promovierenden der HSFK. Und deshalb fangen wir, vermutlich nicht ganz überraschend, mit dem zentralen Aspekt an, nämlich deiner Dissertation. Okay. Mein grobes Thema ist die politische Ökonomie in Russland. Und konkret schaue ich mir Reformprozesse in Russland an. Also in den letzten Jahren gab es viele Versuche, so Wirtschaftsreformen zu machen und die russische Wirtschaft also zu modernisieren. Das ist das Wort, was dafür verwendet wurde. Und ich will verstehen, so wie sich die russische Regierung das vorgestellt hat und auch also welche Hindernisse dabei besonders im Wege standen. Vielleicht denn die Ergebnisse sind nicht so, vielleicht wie man sich das vorgestellt hatte. Ja, also in meiner Dissertation vergleiche ich zwei Perioden. Einmal unter Dmitri Medvedev, als er Präsident war, 2008 bis 2012, wo auch sehr viel zu diesem Thema, also die Regierung hat sehr viele Versuche unternommen. Und damals sah es so aus, als würde man wirklich jetzt gute Projekte so anstoßen und da sah es ganz positiv aus. Aber so also mein zweiter Untersuchungszeitraum ist jetzt nach der Ukraine-Krise, wo auch durch diesen Druck der Sanktionen, der niedrigen Ölpreise das Thema so Wirtschaft und wie kann man das für die Zukunft gestalten, sehr wichtig war. Aber die Herausforderungen sind einfach größer geworden und die Probleme, die jetzt da sind, sind schwer zu überwinden. Du warst auf Weltforschung, du sprichst auch gut Russisch. Du hast mit Wissenschaftlern gesprochen und mit Politikern auch? Ja, genau. Als ich dahin gegangen bin, habe ich das viel schwieriger mir vorgestellt. Denn also man hört ja immer, oder ich habe mich auch auf die Feldforschung vorbereitet, es ist eben ein autoritäres politisches System. Ich komme als Ausländerin und frage dann alle diese kritischen Fragen, so dass es schwierig sein könnte. Aber tatsächlich waren die Leute, also gerade dieser Expertenkreis, die waren sehr interessiert am Dialog und die waren froh, darüber zu sprechen und waren auch teilweise sehr, sehr kritisch. Wo ich eben das ganz anders eingeschätzt hätte. Ich hätte gedacht, alle würden oder viele würden diese regimetreue, sage ich mal, Linie oder sagen, ja, alles ist gut, es gibt keine Probleme, aber es war eigentlich im Gegenteil. Also die Regierung wurde auch ganz offen kritisiert und das fand ich auch sehr interessant, das zu beobachten. Wie kann Forschung zum Frieden beitragen? Ich glaube sehr viel tatsächlich. Zum Beispiel jetzt in dieser Krise zwischen Russland und dem Westen sieht man sehr viel, dass eigentlich also ein Großteil dieser Konflikte oder Probleme beruht eben auf sehr auf Missverständnissen, dass man nicht die gleichen so das gleiche Verständnis von Begriffen zum Beispiel hat oder dass man auch Ereignisse ganz unterschiedlich interpretiert und das dann aber als in der Politik wird es eben oft als die einzige mögliche Interpretationsweise gesehen. Und ich glaube, dass Forschung eben darüber aufklären kann, wie systematisch und sozusagen belegt durch Befunde aus tatsächlichen Studien, die dann eben auch so als zuverlässig angesehen werden können, also dass man dann diese andere Sichtweise versteht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um sich dann auch zum Beispiel in der Politik anzunähern. Was ist anders als Promovierende hier an der HSFK im Vergleich zur Uni? Was ist besser? Ja, also das, was mir hier auch wirklich gut gefällt an der HSFK, ist, dass man eben nicht nur sein Forschungsprojekt macht, sondern auch andere Sachen ausprobieren kann. Ja, und das ist, finde ich, etwas, was besonders ist an der HSFK, dass die da sehr eingebunden ist mit vielen Partnern wie Volkshochschule oder Schulen zum Beispiel auch zusammenarbeitet, dass ich dort auch so Vorträge machen konnte. Das fand ich gut.
Eine Frage noch, was ganz anderes. Warum ist Frankfurt besser als Berlin? Weil wir eine Skyline haben.